So, ja, da sind wir auch wieder bei Cube Escape, diesen Teil. Gefühlt dem 23. Teil des Spiels, aber tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel Teil das ist, weil ich spiele die Dinger nicht in einer festen Reihenfolge. Und jetzt, ja, wollen wir doch mal anfangen. Kapitel 1 von 4. Die Mordszene. Es war die seltsamste Szene, die ich je in meiner langen Karriere als Morddetektiv gesehen habe. Das erste Mal, als ich in diesen Raum reintrat, wusste ich, es war mehr als nur ein toter Körper. Fall, also Herbst. Hallo. Oh. Können wir das mitnehmen? Offenbar nicht. Ja gut, das ist normal. Ich muss erst die Beweise finden. Es gibt keine Beweise. Ein Papagei. Psittacus. Ja, das. Ja, irgendeine Irrenanstalt und Feuer. Das sieht nach einer normalen Person aus, möchte ich doch behaupten. Nehmen wir das mal mit. 0, 2, 4. Und hier steht nichts. Kann man hier irgendwas eingeben? Ich weiß es nicht. Ich habe hier keinen Stift. Ich weiß also, jetzt haben wir hier diesen komischen Käfer. Wo krabbelt er jetzt hin? Ist er jetzt an der Decke? Ja, da ist er. Wo geht er hin? So, hier ist die Olle wieder. Was ist das hier? Das ist auch mal nichts. Eine Zigarre haben wir. Was machen wir mit der? Oh. Ach so, jetzt haben wir das eingesammelt. Ja. Der Papagei. Ach so, das schreibt er dann einfach so dahin. Ah. Ist auf jeden Fall hier eingekringelt. So. Der Maler von der Frau am See oder so. Ich weiß nicht, ob wir den schon rausfinden können oder ob wir da erst. Oh. Papier, da brennt was. Das ist Nummer 2. Fehlt nur noch Nummer 1 und Nummer 4. Gehe ich mal davon aus, sonst kann man hier nichts machen. Ruft jemand an? Offenbar nicht. Kann man mit der Zigarre was machen? Offenbar nicht. Hier waren wir noch gar nicht dran. Arles auf einem Schild. Ja, das hatten wir doch alles schon. Hier können wir von der Shrimp oder das kommt doch alles aus dem ersten Teil, also aus dem Lake-Teil. Ich weiß nicht, ob es der erste Teil wirklich ist oder nicht. So, was haben wir hier drin? Da ist ein Messer, das ist ja beruhigend. Und ihn hatten wir doch auch schon oft gehabt. Das waren doch wir. So. Du hast eine Blume. Offenbar falsch. Fisch vielleicht da rein. Ah. Blut gehört offenbar hier rein. Ei gehört in den Vogel. Der Schlüssel gehört der jetzt hier. Ach so, den können wir einfach mitnehmen. So. Hat das hier mit irgendwas auf sich? Hm. Merkwürdig. Wo kriegen wir jetzt die Zahl her?
Hier können wir mit dem Bügeleisen irgendwas anfangen. Es sieht verschlossen, aber wir haben ja einen Schlüssel. Aber offenbar nicht den richtigen. Nichts, nichts, nichts. Können wir das bügeln? Können wir die Zigarre bügeln? Ich weiß ja nicht, ich... Was ist denn das? Fliegen. Können wir damit die Fische füttern? Offenbar passiert hier irgendwas, aber was weiß ich noch nicht. So, das zieht das an, das zieht dahin. Ich will ja, dass der Fisch das kriegt. Ich bin verwirrt. Nein. Ich weiß nicht genau, was ich hier zu tun habe. Ja. So vielleicht. Sodass der Fisch das jetzt zu fressen kriegt. Muss man jetzt hier wirklich abwarten, bis das da runterfällt oder was? Ich weiß es ja nicht. Weil das ist ja schon sehr langsam, was hier so passiert. So. Ah, der Fisch frisst. Jetzt ist vielleicht der Garnele auch noch was geben. Ich bin halt überfragt. Ich weiß nicht, was ich jetzt zu tun habe jetzt genau. Weil das ist auch ein sehr langsames Rätsel, muss man einfach sagen. So. Garnele friss. Offenbar frisst die Garnele das nicht. Dann kriegt's halt doch der Fisch. Ja, aber ich weiß halt nicht genau, was jetzt hier genau das Rätsel halt sein soll. Ich verstehe nicht so ganz, was ich hier zu tun habe. Hier der Kaktus. Ach so. Kaktus auf einem Schild. Mal sehen. Kaktus. Arles. Es fehlt nur noch eins. Also der Maler von diesem Gemälde. Das hier aber offenbar nirgendwo haben. An der Ollen ist nichts mehr zu holen. Offenbar nicht. Hier kann ich auch irgendwie nichts rumändern. Kann ich mit der Zigarre hier irgendwie... Oder mit dem Glas... Nee. Ich kann hier nur sinnlos rumklicken, aber das bringt mir nichts. Und was gehört hier rein? Was haben wir denn hier? Arte. Aber was nun? Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch tun soll. Es gibt hier auch nicht wirklich einen Hinweis auf irgendwas. Hier kann ich der Eulen die Zigarre geben. Offenbar nicht.
Ja, ich brauche. Ach, da ist der Käfer wieder. Wo will er hin? Hier will er hin. Hat er sich da versteckt? Wo ist er jetzt? Ach, da ist er wieder. Wo geht er hin? Hier geht er hin. Wo geht er jetzt hin? Ach, da ist er. So. So. Oh. So. So. Ha. Das, ja, da habe ich einen Schlüssel vermutet. Das ist total sinnvoll dort. Papier. Die Nummer 4. So. Ich weiß nicht, gehört das dazu? Sehe ich irgendwie gerade nicht so ganz, wie das dazugehören würde. Weil jetzt haben wir hier halt ein Papier gefunden und was jetzt? Der hat nichts weiter für mich. Ich bin verwirrt. Auch was es hier mit aus sich hat, weiß ich noch nicht so wirklich. Oder mit dem Fisch. Das verrät einem ja niemand. Ja, 0, 2, 4. 0 gibt es hier ja nicht. Gibt nur 2 und 4. Hier ist offenbar nichts mehr zu holen. Hier ist nichts. Hier ist auch nicht mehr wirklich. Gibt es nur noch das Buchrätsel und das mit dem Fisch, aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Oh. Aha. Interessant. Diese Symbole. Aha. Huch, das kann ich. Das kann ich machen. Ah ja. Pfeil, Pfeil, Pfeil. So. Und dann passiert nichts mehr. Also nochmal. Pfeil, Pfeil. Hier jetzt. Dann da. Da, da. Dann hier, hier, da. Und dann gibt es nichts mehr. Also gut, nochmal. Sagen wir, wir fangen hier mit an, dann da. Dann da, da, da. Nee. Das klappt auch nicht. Sagen wir hier. Da, da, dann hier noch und da noch und da noch. Und dann hier. Dann das. Dann das. Dann gibt es keine roten mehr. Nee, so geht das nicht. Fangen wir mal mit dem an. Dann das. Dann. Dann sagen wir das. Dann das. Dann hier. Da. So, so, hier, da, dann hier, dann
Das, dann das, das. Jetzt ist genau das eine übrig geblieben, natürlich. Also nochmal. So, so. So, so, so. 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 Hier, da. Dann. Da, da, da. Da, so, so und so. Also, jetzt haben wir das eine übersehen oder was? Das ist ja mal wieder typisch. Also, nochmal. So, so, so. Dann das, 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 ja, wie ging's dann weiter? So, so, so. Dann hier. Da. Nee, jetzt habe ich irgendwo wieder. Na, Mann, das Rätsel ist ja wirklich verzweifelnd, was man hier machen muss. Also, ich versuche das jetzt nochmal irgendwie. Ich hoffe, es ruckelt auch nicht zu sehr, weil gerade irgendwie. Ja, jetzt sollte es wieder gehen. Welches hatten wir? Jetzt habe ich vergessen, welches wir zuletzt hatten. Also. Ja, nein. Das. Das. Dann das. 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 Da kommen wir jetzt zu einem roten. Dann nehmen wir erstmal dieses rote. Dieses rote. Dann. Das hier. Das. Das. Jetzt können wir. Ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also, das ist wirklich so eine Qual, einfach nur das hier durchspielen zu müssen. So. So, so. Ne, jetzt habe ich schon wieder irgendwo was falsch gemacht, glaube ich. Also, so. So. Hier, 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 hier. Dann den, dann das. Das. Dieses hier, das da und das da. Dann so. So, so und so. Ah. Hat jetzt zum Glück nicht ewig gedauert. Was? Was soll denn das jetzt bedeuten? 1, 2, 3, 4. Hm. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Was rede ich hier? Jetzt brauche ich die 1 noch. Und wo ich die finde, das weiß ich nicht. Ist hier noch irgendwas zu holen? Oh. Nee, da kann ich nur so machen. Das bringt mich aber nicht weiter. Hat der Kaktus noch irgendeine Bedeutung? Offenbar nicht. Wie ich das lösen soll, weiß ich nicht. Ich
glaube, dafür brauche ich erst hier den Code hiervon, 024, aber den letzten, den kenne ich nicht. Wo kriege ich den denn jetzt her? Und was hat es mit den Fischen auf sich? Schwierig. Was soll man da jetzt machen? Es verrät einem aber auch wirklich niemand, was hier zu machen ist bei diesem Rätsel. Hier ist nichts mehr. Da ist auch, soweit ich weiß. Hallo, kann ich mal da hin? Ja. Hier sehe ich jetzt auch auf den ersten Blick nichts. So. Das ist irgendwie. Ja. Hier sieht es nach nichts aus. Wie ich das sehe, hier ist auch nichts. Also ich weiß nicht, kann man hier noch irgendwas machen? Ach so, die. Ich wollte die nicht wieder zumachen. Ich. Ja, wow. Hier kann ich nur die Vorhänge verändern. Es ist ja mal wieder grandios, was man hier so tun kann. Hier ist auch nichts weiter, wie es aussieht. Oder ist hier noch irgendwo was? Hier sehe ich nichts irgendwie. Also, es ist irgendwie schwer, was man hier machen soll. Ja. Ich will hier jetzt auch nicht die ganze Zeit damit verbringen, dass ich hier rumrätsel, was ich tun kann, und dann fällt mir nichts ein. Deswegen weiß ich nicht, was macht man da jetzt? Ja, ich weiß nicht, was kann man hier noch machen? Die wollte es nicht, der Fisch wollte. Der hat es gegessen, aber das bringt uns nichts. Können wir versuchen, ihn zu der Schnecke zu bringen, höchstens noch. Viele Möglichkeiten bleiben uns. Hallo. So, dann fall mal runter. Und du. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht mit dem Ding, sondern mit der Garnele, aber egal. Die Schnecke mag das offenbar nicht, dass man. Huch. Jetzt leuchtet der. Vielleicht mag der Fisch Glühwürmchen mehr. Ich kann nur spekulieren hier gerade. Ich weiß nicht, was das genau bringt, dieses Rätsel halt. So. Aber viel anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Oh. Ja gut. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ein Ordner. Lackhäus-Fleo. Ah ja, und hier ist auch gleich dieser Würfel drin. Das ist ja schön zu wissen. Dann tragen wir das mal so in der Zeitung ein. So. Ah ja, das Schicksal ist die Antwort. Auf was eigentlich?
Vervollständige das Puzzle, ruf diese Nummer an und sag das Wort. 024. Nein. Kann ich das nochmal beenden? 0. 2. 4. Das bringt mir so nichts. Ja, was mache ich jetzt damit? Das habe ich hier. Kann ich das hiermit verwenden? Ich weiß ja nicht, wie ich an die restlichen drei Zahlen komme, die hier durchgestrichen sind. Es ist irgendwie nicht so wirklich erklärt, was man damit machen soll. Ist hier noch was drin? Ja, das hilft mir total weiter. Da weiß ich total, was ich zu tun habe. Hallo? Kann ich das irgendwie mitnehmen? Offensichtlich nicht. Was soll ich denn da noch machen? Ist hier noch irgendwo ein Geheimfach drin? Ich sehe nämlich keines so ohne weiteres. Deswegen frage ich mich das ja gerade. Guck mal hier mit. Ja, das hilft mir total weiter, dass ich das Bild kaputt mache. Jetzt ist es wieder ganz. Ja, hier fehlt mir immer noch dieses eine Ding, wo auch immer das sein soll. Ja. Oh. Ja, da muss man auch erstmal suchen. Das wäre mir sofort in den Sinn gekommen. 1, 2, 3, 4. Ja. Der Würfel hat hier oben eine Ecke, die Hand, das Haus und das Auge. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Gar nichts, offenbar. Ja toll, das erkenne ich jetzt total. Ja, weg mit der Zigarre. Nochmal. Also, der Würfel. Ist so ein Kreis mit einem Punkt. Was war denn Nummer 2? Also, Würfel, Hand, Haus, Auge. Ja. Würfel, Hand, Haus und Auge. Kreis mit Punkt, Pfeil, Kreis, Zielscheibe und Viereck. Nein, hier war das nicht mit Symbolen. Hier waren die Symbole. Da. Der Pfeil war andersrum. Na, da war er doch gerade. So. Nein, die Zielscheibe war, glaube ich, nicht aus. Da war es gerade. Und Viereck. Ja. 024355.
Rot. Na weg mit der Zigarre. Achso. 0. 2. 4. 3. 5. 5. Ah, ein Anruf. Hallo. Ja, hier. Hier ist Detektiv Dale Vandermeer. Yes. Ist das hier Rusty Lake? Ja, jetzt hetz mich mal nicht, Computerstimme. Hier, Schicksal. Sorry. Wie jetzt, das stand so? Ach so. Gut, wenn man bedenkt, dass mir das an einer gruseligen Computerstimme gesagt wird, dann ist das vielleicht auch besser so. Oh. Ich brauche die Beweise. Oh. Beweise genug, würde ich sagen. Was formen Sie? 1421. Ah, gut. So. Da haben wir die Beweise. Die praktischerweise die Beweise für das Verbrechen liegen hier alle so im Tresor einfach rum. Wie schön.